Ja, bei mir ist unten die Karte ein Stück rausgezoomt, als ich losgefahren bin. Wenn du den Dingens anmachst, wenn du I drückst, ja, auf die Karte, wenn du fährst, dann zoomt die ein bisschen raus. Kommst du dann? Du siehst mich ja noch, ne? Ja. Ich bin jetzt bei Feld 30. Du bist ja eh schneller, ne? Aber wo haben wir denn jetzt hier irgendwas? Ich will einfach nur irgendwas zum Verkaufen haben. Ist mir scheißegal, ob eine Mühle, ein Bahnhof oder was. Ich will einfach nur irgendwas zum Verkaufen haben. Wobei dann wahrscheinlich das separate Konto scheiße ist, ne? Weil wir das dann immer wieder aufteilen müssen. Ich glaube, ich mach das wieder aus, ne? Mach alles auf einem Konto wieder. Ja, so. Jetzt hast du auch 3.920 da stehen, ne? Was habe ich? 3.920 Euro da stehen. Ich hab 0 Euro. Wie hast du jetzt 0 Euro? Vielleicht kann das nur noch einer verwalten. Ja, gut. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich musste drehen. Das ist mit dem großen Teil mit Anhänger nicht einfach. Du kommst nach Feld 30, ne? Ah ja, jetzt sehe ich dich wieder. Ich glaube, ich habe hier einen Shop gefunden. Wenn du jetzt links fährst zu Feld 29. Ja. Hier ist ein Shop. Ich guck mal gerade, was man da machen kann. Wie kann ich jetzt mit dem Shop kommunizieren? Ähnlich. Ja, ah. Oh Gott, wir haben 150.000 Kredit aufgenommen. Was haben wir? 150.000 Euro Kredit. Wofür? Ja, für die ganzen Traktoren und alles. Okay. Und unsere Traktoren haben auch Betriebskosten. Deswegen verlieren wir auch die ganze Zeit Geld. Okay, das war aber schon mal auch eine wichtige Information, dass wir 150.000 Euro Kredit haben, ey. Oh wei. Ja, fahren wir mal hier weiter. Hier können wir also, das ist übrigens dann eine Bank, ne? Wir können zwar momentan keinen Kredit mehr aufnehmen, aber sowas ist möglich. Okay. Ja, liebe Leute, Farming Simulator sage ich nur. Also Tankstellen sehe ich ein paar. Ja, bei uns am Hof war glaube ich auch eine. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich auf die große Karte gekommen bin. Das ist echt ärgerlich. Nein, das wäre hier gewesen. Das ist doch scheiße. Ja. Das ist echt krank. Aber man sieht auch nicht irgendwie mal eine Mühle oder sowas, dass man dann sagen kann, ach komm, wir versuchen mal irgendwie da hinzukommen. Ja. Ich fahre jetzt einfach mal Querfeld ein hier. Beste Abkürzung. Ich will auch gerade überlegen, ob ich jetzt oder ob wir nicht einfach das Feld weitermachen sollen, weil das muss ja noch weiter bearbeitet werden. Ich glaube, das muss ja noch gepflügt werden und alles jetzt, ne? Ja. Weil wir trödeln gerade voll viel Zeit dafür, diesen Scheiß zu sammeln. Theoretisch könnten wir es einfach in unseren Silo reinpacken. Ja. Lass uns das machen. Komm, zieh hier lang. Fährst du links rum. Nee, nee. Da hinten ist das noch nicht. Oder? Nein, nein, nein. Da links gemusst. Wir sind nämlich, Was ist das denn da hinten? Da! Da ist was zum Entkippen! Auf dem Display unten links. Da kann man irgendwas abkippen. Siehst du das? Ich sehe nur komische Zeichen. Ja, ja, das meine ich ja. Das Zeichen da ist, wo so ein Anhänger dran ist. Vielleicht kannst du da was reinkippen. Dann gucken wir mal, wie viel Geld wir überhaupt kriegen. Und? Funktioniert's? Ja, ich bin noch nicht drauf. Ach so.
Ja, Kufe auskippen. Ja, mach mal. Mal gucken, ob wir Geld kriegen. Oh, wir kriegen Kohle. Ja. 5.000 haben wir jetzt schon. 5.500. 5.600. Geil. Okay, müssen wir uns merken. Wo ist das denn hier? Das ist wieder eine Bank. Feld 25. Ich glaube, wir kamen von da hinten, ne? Oder? Wir müssen jetzt geradeaus, ne? Geradeaus fahren, ja. Okay, müssen wir uns merken. Feld 25. Das ist auf 26 und 24. Ich glaube. Jetzt müssen wir rechts und dann links. Ja? Mhm. Sind wir nicht links den Bogen gefahren? Ne, wir sind ja eben da hinten hingefahren. Hä? Okay. Ich vertraue dir einfach mal. Aber wir sind auf jeden Fall Pflasterweg gefahren und du bist gleich wieder am Pflasterweg, ne? Ja. Ja, das sieht gut aus. Dann ist der Weg ja gar nicht so schwer. Da hinten rüber. Sein. Ja, dann geht das ja. Dann wissen wir zumindest schon mal eine Anlaufstelle. Dann können wir ja bei Gelegenheit... Ja, ich sehe es. Gut. Dann können wir bei Gelegenheit woanders dann mal suchen. Aber das ist ja schon mal besser als nichts, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, was man jetzt als nächstes machen muss. Ich auch nicht. Der Anfang war ja noch einfach, ne? Mähen und mitnehmen und ja. Verkaufen. Also, ich stelle mal meinen Traktor hier ab. Ja. Also unseren Traktor. Stell den, ja, keine Ahnung, am Feld oder so ab, ne? Am Feld? Ja. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt nochmal brauchen. Wofür? Wir haben ja momentan nichts, was wir transportieren. Und das nächste, was kommt, das müssen wir ja erstmal wieder abernten. Und da wir die Erntemaschine auch am Feld haben, dachte ich, wäre das vielleicht nicht dumm. Okay. Wie viel Liter hat der noch? Immer noch 23, das ist ja geil. Meiner hat noch 111. Nein, wir müssen erstmal alles andere klären. Dann kommen wir irgendwann mal zu einem Auftrag. So, ich glaube, wir müssen als nächstes... Wir müssen als nächstes... Was ist das? Moment, das kann man doch, glaube ich, nachgucken im Shop, ne? Da gucken wir mal... Gerätetypen. Nein. In ihrem Besitz, genau. Da können wir da jetzt mal gucken. So, das Schneidewerk haben wir schon benutzt. Dieses Emsland auch. Verwenden mit dem Grubber bereiten sie das Feld nach der Ernte für die nächsten Schritte vor. Okay, dann nimmt sich jetzt einer den Grubber und danach pflügen. Okay. Okay, ich nehme mir den Grubber und den roten Traktor. Was muss ich jetzt denn nehmen? Den roten. Also das rote Hinterteil da. Mit was denn? Mit einem Traktor. Den ich jetzt gerade hatte, oder wie? Nee, mit dem blauen. Mit so einem Schrottteil. Guck mal, ob das funktioniert. Ne, das funktioniert nicht. Kannst du mit dem blauen das nehmen hier? Warte, ich guck noch mal. Ah, ich hab's. Entschuldigung. Ah, okay. Ich brauch das rote hier. Ja. Guck mal, ob du das nehmen kannst mit dem. Und? Ja. Oh. Oh, ist zu schwer. Ist zu schwer. Klemm das wieder ab, klemm das wieder ab. Guck mal gerade, ob du das nehmen kannst. Und? Nee, auch nicht. Haben wir denn irgendwo Gewichte? Wir haben keine Gewichte. Ich glaube, dann muss ich den Großen wieder nehmen. Wenn du das mit dem Großen packen kannst. Genau, hol dir mal, geh mal eben zum Großen, am besten. Ja. Ich mach schon mal mit dem Grubber weiter, ne? So, dann hol ich mal nochmal den Großen. Genau. Mit dem hier klappt das.
Müssen die auch in eine Garage rein oder so? Nö. Oh. So. Upsa. Lol, die sind aus Schaumgummi oder was? So, grubber senken. Achso, jetzt muss ich einfach nur hier drüber fahren, oder? Darf ich wahrscheinlich nicht wieder zu schnell fahren, wa? Oh ja, 20 ist zu schnell, gut. Ja. V, Flug senken. Helfer einstellen. Ne, Helfer einstellen nicht, ne? Du musst das Ding einfach nur senken. Aufklappen. Aber warte, bis ich hier so die ersten Bahnen abgefahren habe. Felder erstellen lassen. Du musst das Ding, glaube ich, einfach nur senken gleich. Und dann, ich weiß nicht, ob man das anmachen muss oder ob man einfach nur drüber fahren muss. Aber lass mich noch eben eine Bahn ziehen. Und dann kannst du ja einfach mal hinterher flügen. Dann sehen wir ja, was passiert. Ja, pass auf, dass du nicht zu schnell fährst, ne? Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Guck mal was. Also so. Erst senken und dann fängst du ganz rechts an der Ecke an, ne? Ja. Und? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Aber du hast eine Spur vergessen. Du musst nochmal an der Seite lang fahren. Ich habe auch was vergessen, sehe ich gerade. Boah, ist das schwer zu lenken. Ne? Ja, lol, der hat das einfach abgeworfen. Das ist irgendwie witzig. Ja. Aber da fahre ich jetzt gerade nicht in Ego-Perspektive. Nee, ich auch nicht. Ich mache auch mal gerade dieses Karten-Ding aus. Ja, das habe ich wieder ausgemacht. Sieht aber sehr komisch geflügt aus, was du da machst. Ja, ist auch nicht leicht, mit dem Traktor zu lenken. Ja. Ich glaube, das sind die Dinger generell nicht. Habe ich so das Gefühl. Muss man so ein bisschen reinkommen, ne? Ja. Man darf mit dem auch nicht schneller als 15 km/h fahren. Ja, ich darf bis zu 20 fahren. Aber ich fahre auch nur so 15. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, ich sag mal, scheiß auf Helfer, ne? Ja, zu zweit geht das ja schon ziemlich schnell. Wenn ich dann hier gleich fertig bin, hole ich direkt dieses Streuding. Und dann müssen wir mal gucken, was wir anbauen, was so gerade lukrativ ist, ne? Ja. Leicht mit dem Schritt zu halten, weil wenn er mal auf Tempo ist, dann ist er auch auf Tempo. Immer wieder loslassen, neu drücken, ne? Mhm. Ja, die beiden hier scheinen die schnelleren von uns zu sein. Das andere sind so die alten Kackdinger. Bin aber überlegen, ob wir nicht gleich einfach mal ein paar von den anderen verkaufen.
Ja. Weil so viele Kackteile brauchen wir eh nicht. Und diese Caddy-Autos sind auch für den Arsch. Die können wir alle verkaufen. Weil erstens kriegen wir dadurch Geld wieder und können vielleicht schon mal ein bisschen Kredit abzahlen. Oder wir holen uns davon einfach neue Gerätschaften. Das Ding ist echt geil, ey. Das Spiel macht gerade so richtig Laune. Auf jeden Fall. Wir ziehen hier unsere Bahnen auf dem Feld. Oh Gott, war noch echt dünn. So ein Tempomat wäre geil, ne? Ja. Vielleicht gibt's das ja auch, wir wissen es noch nicht.